Guten Morgen, es ist Samstag, der 14. März 2020. Die Welt hält den Atem an, aber es ist schönes Wetter, der Frühling beginnt so langsam und ich will da mit dem Rad unterwegs sein, so wie ich es immer am liebsten mache, alleine durch die Gegend radeln. Es geht zum Rhein, da habe ich auf einer der letzten Touren einen Aussichtspunkt wiederentdeckt, auf dem ich noch nie war. Also ich habe ihn wieder gesehen, er ist mir aufgefallen und da will ich heute hinfahren und mal schauen, wie die Aussicht von da oben ist. Aber natürlich fahre ich nicht direkt zum Rhein runter, rauf, gucken und wieder zurück. Mir geht es ja ums Unterwegssein, ums Genießen. Ich mache also noch einen kleinen Umweg. Hier verlasse ich jetzt erstmal die Landstraße, fahre runter Richtung A61, Richtung Mendig. Aber dafür wird der Weg jetzt etwas unangenehmer, etwas matschiger und rauer. Ein kurzes Stück, ca. 100 Meter musste ich schieben. Hinter mir, da war dann doch ganz viel Matsch. Aber jetzt geht's wieder. Und da ich die Strecke kenne, weiß ich, dass ich in ein paar hundert Meter wieder Asphalt unter den Rädern habe. Es ist wunderschön, wenn die Sonne wieder so ein bisschen wärmt und milder ist. Es macht wieder riesig Spaß. Ich sagte ja eben, dass ich einen kleinen Umweg heute fahren will, Richtung Mendig. Von da aus Richtung Nickenich und dann Andernach. Da ist die Straße schon seit einigen Monaten im Bau, immer wieder gesperrt. Deswegen stehe ich morgens auf dem Weg zur Arbeit meistens im Stau. Und ich will einfach mal gucken, wie weit die da sind. Die Gelegenheit nutzen. Am Samstag wird wahrscheinlich eh nicht gearbeitet oder reduziert. Ja, wie weit das Projekt gediehen ist und ob es bald besser wird. Leider ist der Streckenverlauf auf den nächsten paar Kilometern nicht ganz so prickelnd. Es geht entlang der Autobahn A61. Mal rechts, mal links. Und da ist immer viel Lautstärke, aber ich habe es ja nicht anders gewollt. Entlang der Autobahn ging es jetzt zum Glück bergab, aber
da habe ich dann doch gemerkt, dass die Luft immer noch recht kühl ist. Ein bisschen frisch um die Nase geworden. Hier ist aber gerade jetzt eine windstille Ecke, in die die Sonne scheint. Und dann wird es gleich wieder milder. Ein kleines Stück geht es noch an der Autobahn lang. Gleich wird es noch mal laut. Ach, jetzt ist eben noch mal ein bisschen ruhiger hier. Ein paar Meter abseits der Autobahn. So, jetzt noch mal über die Landstraße. Aber auf der ist, glaube ich, nicht viel Verkehr. Hier nochmal einen Steinbruch hier aus der Gegend. Das ist alles Lavagestein und Asche und Bims, was beim Ausbruch des Lacher Seevulkans vor über 10.000 Jahren hier abgeladen wurde, sich abgelagert hat. Ich verlasse dann aber zum Glück bald die Autobahn und dann wird es hoffentlich ruhiger. Und dann kommt das Stück, auf das ich gespannt bin, eben diese Baustelle. Mal sehen, wie weit die da sind. Richtung Andernach. Hier geht's dann los mit der Sperrung. Also bis Aich ist noch frei und dann sind es nur noch wenige Kilometer bis Andernach. Scheint nur das letzte Stück zu sein, wo da die Baustelle zurzeit ist. Da ist Aich. Vorne ist die Sperrung. Und dahinter kann man schon das Rheintal Andernach erkennen. Ich guck mal, da werde ich schon irgendwie durchkommen. Die werden ja heute nicht arbeiten. Sieht doch mal wieder super aus. Eine niegelnagelneue Straße. Heute ganz für mich. Am größten Stück ist der neue Asphalt schon drauf. Das letzte ist hier der Kreisel am Ortseingang von Andernach. Ich denke mal, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Und da bin ich schon wieder am Rhein in Andernach. Ja, ich fahre jetzt mal runter zum Rhein, ist nicht so viel los. Und dann geht's Richtung Bad Breisig. Und wenn ich auf die Rheinbrullerei möchte, dann muss ich in Bad Breisig über die Fähre. Wow, der Fluss hat ganz gut Hochwasser. Es ist knapp davor, dass hier die Wege überschwemmt sind. Sieht klasse aus.
Soweit ich die Wege nach Breisig kenne, sollte ich aber auch bei dem Hochwasser gut durchkommen. Und schon wieder durch Namedy durch, vorbei an Burg Namedy. Hier habe ich die Kamera jetzt nicht ausgepackt, weil das hatte ich auf einem der letzten Videos ja schon ausführlich drauf in andere Richtung. Und ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen durch. Aber ich kann mein heutiges Tagesziel, mein Tageshöhepunkt sozusagen, ist ja nicht mein Ziel, ich will ja wieder nach Hause. Aber mein Tageshöhepunkt, den kann ich schon erkennen von hier aus. Mit der Kamera wird es schwierig werden, aber bin mal gespannt, wie es von da oben aussieht. Hier drückt gut 200 Meter vom Rhein entfernt das Wasser durch den Boden nach oben. Die Wiese hinter mir, die Senke da, die ist normalerweise trocken. Aber das Rheinhochwasser hat sich bis hierhin hervorgekämpft. Da will ich hin, auf der anderen Seite, da oben. Da bin ich wieder in Breisig. Die Fähre scheint zu fahren, alles gut. Aber hier muss ich wieder dieses Geschlängel runter, um an die Fähre zu kommen. Also ich finde, das sieht schon irre aus, wenn einem die Schiffe fast auf Augenhöhe entgegenkommen. Da bin ich wieder auf der anderen Seite. Und jetzt auf zur Rheinbrulerei. Wird eine ordentliche Steigung da hochgehen. Also, bis jetzt ist um die 10% Steigung und noch Asphalt. Laut meinem Navi kommt aber gleich eine andere Oberfläche. Wenn es nicht mehr geht, dann schiebe ich die letzten Meter. Augenscheinlich habe ich schon einiges an Höhe hinter mich gebracht. Sieht gut aus, wie immer. Im Nachhinein war es gar nicht so schlimm. Bis jetzt, aber ich will erst prahlen, wenn ich oben bin. Yippie-yay, das sieht nach, ich habe es geschafft aus. Da hinten, durch die Bäume irgendwo, da scheint dieses Hütchen zu sein, vorne am Aussichtspunkt. Und da gehe ich jetzt natürlich hin. Durchatmen erstmal.
Wow, ich bin gerade ein bisschen platt. Hinter mir seht ihr die Hütte, aber das, was jetzt hinter mir erscheint, ist unglaublich. Diese Aussicht. Ich drehe einfach mal weiter. Wahnsinn. Das war's wert. Ich erzähle jetzt einfach mal. Also, da vorne Burg Hammerstein, Burgruine Hammerstein. Der Ort Hammerstein. Nabedi bin ich eben durchgefahren. Dahinter ist Andernach, wo ich ja eben an den Rhein gestoßen bin. Das da ist Brohl. Dahinter beginnt das Brohltal. Und das ist dann der Rhein Richtung Norden, Richtung Bonn, Richtung Köln, bis er irgendwann in Holland ist. Ich fange jetzt mal an mit ganz dollem Klugscheißerwissen, aber ich finde das so faszinierend, das muss ich jetzt loswerden. Im Zuge des Ausbruchs vom Lacher See, der irgendwo da hinter den Hügeln liegt, innerhalb weniger Wochen gab es eine Asche- und Glutlawine, die hier durch das Brohltal runterfloss und hier den ganzen Rhein aufgestaut hat. Das muss eine Wahnsinnsbarriere gewesen sein, irgendwie vor etwas über 10.000 Jahren. Das gab dann logischerweise einen Wahnsinnsrückstau und das muss eine unglaubliche Überschwemmung gewesen sein, eine unglaubliche Wassermenge, die sich dann plötzlich Richtung Norden da ausgebreitet hat, als der Damm brach. So sagen die Wissenschaftler. Ich finde das einfach unglaublich. Man kann sich diese Ausmaße kaum vorstellen. Das war's jetzt aber mit Klugscheißerwissen. Da vorne, bisschen abseits. Perfekte Bank für eine Pause. Ich habe mal wieder Kaffee und Brötchen mit. Dann mache ich es mir jetzt hier gemütlich. Obwohl, da hinten sieht es nach Regen aus. Aber vielleicht zieht er ja vorbei. Ich habe meinen Kaffee getrunken, meine Pause genossen, aber hier oben ist es dann doch wieder ein bisschen zugig, also mache ich mich auf den Heimweg. Es geht wieder den gleichen Weg runter nach Rheinbrohl, mit der Fähre auch wieder rüber und dann werde ich, es ist ja Samstagnachmittag, ich glaube der Verkehr ist heute gemäßigt, ich versuche mal durch das Brohltal hochzufahren. Da ist manchmal ein bisschen schwierig zu fahren, weil die Autos gerne dicht überholen, wenig Platz ist. Aber ich glaube, heute kann ich das wagen. Gefühlt keine 5 Minuten später bin ich schon wieder auf dem Weg zur Fähre. Und auch die Fähre habe ich schon wieder erreicht. Ich habe ein bisschen Zeit, sie ist gerade auf der anderen Seite angekommen.
wenn nicht viel Verkehr ist, dann dauert es immer ein bisschen länger, bis die Fähre fährt. Aber jetzt bin ich auf der anderen Seite und fahre schon wieder den Kilometer zurück nach Bol. Und ja, wie ich eben angekündigt habe, geht es dann durchs Boltal wieder rauf nach Kempenich. Und da bin ich auch schon wieder unterwegs im schönen Boltal. Sind doch noch einige Autos unterwegs, aber es geht schon. Vorbei an der Schweppenburg, dem Tönnissteiner Sprudel, geht's weiter, das Tal aufwärts. Burg Brohl wäre damit auch erreicht. Es ist ein bisschen mühsam. Ich vertue mich doch jedes Mal mit dem Verkehr hier. Aber geht schon. Von Burg Brohl bzw. Burg Brohlweiler bis nach Niederzissen gibt es mal so 2-3 Kilometer. Nicht auf der Bundesstraße, aber dafür sehr holprig. Naja. Hier kann ich zumindest in Ruhe entlang radeln. Aber die Sonne kommt raus. Es wird warm, es wird mild. Und ich glaube, ich muss mal zwischendurch eine Schicht ablegen, eine Jacke drunter weg. Dann kann ich gleich weiterfahren. Aber ich will eh mal eine Pause machen. Jetzt habe ich noch mal eine kleine Pause gemacht, eine Fließjacke drunter ausgezogen, was getrunken und fahre gleich weiter, denn jetzt wird es gleich ein bisschen steiler, die letzten 10-12 Kilometer bis nach Hause. Ich bin noch so ein klein bisschen durch, aber ich versuche noch immer wieder Meldung von mir zu geben zwischendurch. Ortsausgang Niederdürnbach und ich bin unterhalb der Burg Olbrück. Ja, und wenn ich oben bin, ist die unten. Also ich muss noch ein ganzes Stück hoch. Ja, und das steile Stück, das kommt noch. Aber kleiner Gang, Schritt für Schritt, wie immer. Viertel nach fünf und ich kämpfe mich weiter hoch. Ja, kleiner Gang, Schritt für Schritt. Es werden nachher wahrscheinlich 80 Kilometer und möglicherweise 900 bis 1000 Höhenmeter. War vielleicht doch ein bisschen viel für den Anfang, aber ist nicht schlimm. Das schaffe ich auf jeden Fall. Die Burg Olbrück liegt da oben. Also, ich muss noch ein bisschen hoch. Aber jetzt Pause, was trinken und dann geht's weiter. Hannebach. Das heißt, in gut 100 Metern bin ich oben und ab dann rollt es nur noch 2-3 Kilometer bis nach Hause. Und ich glaube, das reicht dann auch für heute. Ja. Da bin ich. Kempenich, 3 Kilometer. Und hier geht's bergab. Geschafft. Ich bin wieder zu Hause.
79 Kilometer und 986 Höhenmeter. Ja, das reicht und ich bin froh, dass ich jetzt wieder da bin. Aber trotzdem, es war eine super Tour. Die Aussicht von der Rheinprolalei, genial. Das war's wert. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.